Hi Leute des Sanuhin, willkommen beim Season 2.0 Video dazu, was das Ganze bedeutet, wie die neue Season-Progression, die Charakterentwicklung und der ganze Kram, wie das vonstatten geht. Und wir gehen das auch gleich direkt durch, weil es ist ziemlich viel. Danach werde ich noch ein Video hochladen mit den ganzen Patch-Notes, weil das ist ganz, ganz viel Zeug. Das werden wir so schnell wie möglich durchgehen. Aber fangen wir mal an. Die Season Journey ist ein neues Progressionssystem zur Charakterentwicklung. 8 Aufgaben pro Mission. Von denen müssen 6 erreicht werden, um die nächste Stufe zu erreichen. Wer Diablo gespielt hat, der kennt es ungefähr, dass die Season-Progression ähnlich. Jede Aufgabe gibt Belohnungen. Wenn alle erreicht werden, gibt es extra Bonus obendrauf. Man kann alle nacheinander machen, ne? Also die sind nicht zeitgeschaltet oder ähnlich. Also wenn man Lust hat, dann gibt man den Grind über und macht die direkt alle nach Gang. Ab Journey Stufe 4 bis 6 gibt es die ersten Modifier, dazu kommen wir aber gleich, die man dann freischaltet, und das sind die aktiven Modifier. Zusätzlich gibt es noch vorrangige Ziele, das ist separat von der Season Journey. Darüber werden die passiven Modifier freigeschaltet. Die sind auch direkt freigeschaltet und die könnt ihr nach der Journey oder während der Journey zusammen machen, je nachdem wie ihr möchtet. Darunter fallen zum Beispiel bestimmte Festungen, Missionen und die Open World. Wenn das Ziel ausgewählt wurde, dann sieht man erst, was man in dieser Kategorie machen muss und welche Belohnung man bekommt dafür. Diese geben natürlich auch Progression und tragen zur Season, mit der Season XP zur Progression bei. Wenn einem die Ziele nicht gefallen, dann kann man auch neu würfeln und schauen, was dabei rauskommt. Was aber begrenzt ist, die füllen sich mit vorrangigen Zielen, die man erfüllt, aber wieder auf. Ne? Also wenn man auf eine bestimmte Mission oder sowas keinen Bock hat, kann man da Abhilfe schaffen. Saisonale Modifier. Es gibt einen pro Season, gibt es einen globalen Modifier. Der gilt für den gesamten Content und ist ein Bonus für alle Spieler. Die nächste Season, die jetzt kommt, die Season 2, die hat den Modifier Range, also Reichweite. Das Ganze ist unterteilt in Zone Blau, was nah ist, Zone Gelb ist mittlere Distanz und Rot ist dann hohe Distanz. Je weiter weg, desto größer der Bonus. Point Blank heißt das Ganze. Erhöht den Schaden, je nachdem wie weit Gegner weg sind von euch. Die zweiten Modifier-Kategorie, die aktiven, sind wie Ultimates, müsst ihr euch vorstellen, und ändern die globalen Modifier, also die ändern, wie die sich verhalten. Ja, also der Standard-Global-Modifier, der hat, ne, wenn ihr nah am Gegner seid, macht ihr so und so viel mehr Damage, mittlere so und so viel und so. Wir hatten es gerade. In dem Fall von den aktiven, die können getriggert werden und dann verhält sich das ein bisschen anders. Das heißt, ihr macht zum Beispiel im Nahkampf deutlich mehr Damage, dafür auf hoher Reichweite gar nicht. Und umgekehrt, da kann man ein bisschen mit rumspielen, kann man entsprechend seinen Builds entsprechend auch basteln. Das ist ganz cool und bin mal gespannt, was da alles möglich sein wird. So, die Modifier verändern sich jede Season. Jede Season kommen neue Modifier hinzu, also globale plus die aktiven plus der ganze Kram. Und dann gibt es noch passive Modifier. Die passiven Modifier sind immer aktiv. Und die sind für kurze, mittlere und hohe Distanz ausgelegt. Und einige für Multizone, ne? Also für, egal, also so ein globale quasi, globale Passive. 3 davon kann man auswählen. Letzter Modifier ändert die Welt und die Gegner, die sich darin befinden. Das heißt, die NPCs bekommen auch Modifier. Je mehr man die Season levelt, desto mehr Fähigkeiten und Buffs bekommen die Gegner. Und das soll dann halt neue Herausforderungen kreieren. Einige Gegner haben dann diese Modifier, nicht alle. Man erkennt es an den entsprechenden Zeichen dann über dem Gegner. Das seht ihr dann. Das ist so ein kleines Symbol. Global Event und Modifier zusammen geht nicht. Entweder oder. Das haben sie auch gesagt, dass wenn ein Global Event aktiv ist, kann man das Global Event ein- und ausschalten. Wenn man das Global Event aber einschaltet, dann hat man die ganzen Modifier, die man erspielt hat, hat man nicht. Das würde das Spiel zum Brechen bringen, haben sie gesagt. Bin mal gespannt. Zusätzlich kann man aber, wenn man auch gar keinen Bock hat auf diese Modifier und so, auch die wird man ausstellen können. So, dann gehen wir über zur Season, wie das ablaufen wird. Das Ganze heißt Manhunt Scouts und jede Woche wird es einen neuen Scout geben. Wenn man nicht spielen kann, dann muss man alle nacheinander nachholen. Jeder gibt auch einen Funkspruch etc. für die Story. Die Scouts sind quasi, also das System ist weg von den alten Seasons, wo man 4 Targets hat und schaltet dann die Endmission frei. Da sind wir weg von. Es kommt jede Woche ein neuer Scout, wo man Aufgaben für machen muss, die, wo auch nicht so viel verraten wird, wo man ein bisschen gucken muss, wie man das Ganze regelt. Ist ganz cool eigentlich.
So, wenn man das in der Gruppe spielt, das bin ich gespannt, ob sie das noch ändern, dann bekommt nur der Gruppenleader die Belohnungen für den Scout, also die Hauptbelohnungen. Bin ich mal gespannt, ob man dann hin und her wechseln muss und oder den Lead abgeben kann, oder das muss man mal schauen. Nach allen 14 Scouts, 14 wird es insgesamt geben, kommt man zur finalen Mission. Danach schaltet sich die Master-Schwierigkeit frei. Definitiv härter als heroisch. Im Moment wohl nur für die finalen Missionen. Das geht dann wohl auch für alle. Ich hoffe, dass das, dass da noch ein bisschen was gedreht wird, dass wir das auch definitiv einstellen können für Open World und sowas, ne? Weil das ist das, was wir immer gewollt haben. Und das wäre so ein Zwischending zwischen heroisch und legendär. So, beim Anvisieren sieht man die Reichweite zum Gegner basierend auf dem Modifier, ne? Auf dem globalen Modifier. Das seht ihr hier. Ich müsste euch das einblenden hier. Gegner zeigen mit dem Hostile Modifier. Das seht ihr dann auch da über den Gegner, das Symbol. Man macht dann zum Beispiel weniger Damage, wenn man die falsche Reichweite zu ihm hat. Oder macht sich selbst Schaden, wenn man in der falschen Reichweite Damage macht auf die. So, insgesamt hat er auch 3 aktive Modifier. Der eine Global, die 3 aktiven, 12 passive gibt es, wovon man auswählen kann. Und 4 Gegner-Modifier. So, das war das Ganze im Schnelldurchlauf. Und zusätzlich haben sie noch ein paar Sachen gesagt, was ich ganz cool finde. Nahezu jedes Item im Spiel wurde geändert. Besonders auch die ganzen exotischen Items. Zum Beispiel hat man in dem Gameplay gesehen, dass die St. Elmo zum Beispiel statt dem 70er Magazin nur noch 60 Schuss hat. Das Ding, das Balancing technisch, auch die 60 Schuss sind vollkommen okay. Das Ding ist eh overpowered as fuck. Und deswegen, ich bin mal gespannt. Wenn sie die anderen anheben, sie haben gesagt, sie wollen einen Mittelweg finden. Aus Balancing-Gründen ein Mittelweg, der aber höher ist, höher angesiedelt ist. Ne? Das heißt also, wenn was geändert wird, wie jetzt hier bei der St. Elmo, dann nur die 10 Schuss weg und dann soll das okay sein und der Rest wird angehoben. Da bin ich echt gleich mal auf die Patch Notes gespannt. So, der Season Pass, den man erwerben kann, der hat nur noch einen Strang. Auch das sollten Leute, wenn ihr Diablo spielt, wenn ihr das kennen, ihr habt so, und andere Spiele auch, ne? Ihr habt dann so einen Season Pass, wo so einige Sachen sind, wenn ihr ihn nicht kauft, die freigeschaltet werden können, wenn man ihn normal spielt. Und für alles andere muss man natürlich den Season Pass kaufen, um die anderen Sachen freizuschalten. Ist ja auch voll okay, ist ja mittlerweile schon Standard. Zusätzlich haben sie ein Throwback-Event angekündigt, welches in chronologischer Reihenfolge abläuft. Das Ganze wird eine Möglichkeit sein, die komplette Manhunt zu spielen, nicht nur die Climax-Mission. Und dort gibt es dann ähnlich dem Global-Event so Sterne, die man einsammeln kann, um Kisten zu bekommen, welche auch den alten Season entsprechend den Loot auch mit dabei haben. Das heißt, für neue Spieler sehr, sehr geil, sehr interessant. Für alte Hasen, die eventuell eine Season verpasst haben oder da was anderes gemacht haben, die haben da nochmal die Möglichkeit, da sich was abzuholen. Ja, das Ganze wird aber nochmal in einem späteren Stream oder Blogpost ein bisschen näher vorgestellt, haben sie gesagt. So, dann wird es keine Ligen mehr geben während der Season. Die funktionieren einfach nicht mit den ganzen Modifiern, haben sie gesagt. Dafür bleiben dann halt, wie gesagt, aber die Global Events, wenn man möchte. Und dann haben sie noch, dann hat jemand gefragt im Chat, wie das aussieht mit der chinesischen Division-Version. Ne? Ihr wisst vielleicht, dass es eine chinesische Division-Variante gibt. Und krass ist, das wusste ich so auch nicht. Also die arbeiten tatsächlich auch mit denen zusammen. Ne? Die sind in regem Austausch. Die haben aber ihr Spiel schon so dermaßen verändert, dass sie zwar Content rüberholen könnten, entsprechend, aber das Ganze nicht so einfach wäre, wie gedacht. Aber sie könnten. Ne? Das heißt, lassen sich definitiv Optionen offen. Ist schon ganz cool. Sieht man auch im Moment wohl an dem Bekleidungsevent hier mit dem Mondkuchen, dass da so ein bisschen was mit drin ist. So, Leute, und das war's. Ich hoffe, recht fix soweit alles zusammengefasst. Wenn ihr da Fragen haben solltet, haut die in die Kommentare rein. Ich versuche alles zu beantworten, was ich kann. Und dann sehen wir uns im nächsten Video bei den Patch Notes. So. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, schaut gerne auf Twitch und bei unserem Discord vorbei. Und jetzt, macht's gut, bye.